Wie viel fehlt uns jetzt noch fürs Level? Ich will unbedingt ein Level schaffen, bitte. Flussdelta-Ding, das Trainer und Händler. Der nächste ist hier. Barin. Also die werden wir, denke ich, jetzt erstmal nicht so unbedingt machen. Aber den hier machen wir auf jeden Fall noch. Und dann haben wir aber ein Level, oder? Dann haben wir auf jeden Fall ein Level. Aber hier habe ich gesehen, lief auf jeden Fall noch wer rum. Da ist auf jeden Fall... Das sind aber normale Setzer, ne? Nicht. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Das sind normale Setzer. Ich bin zufrieden. Wir sind gut vorangekommen. Wir sind gut vorangekommen. Wir haben fast ein Level geschafft. Mal gucken. Das wäre natürlich geil, wenn ich jede Aufnahme einen Tag mache. Dann sehen wir mal, also ein Tag müsste irgendwas zwischen 2 und 3 Stunden lang sein. Das ist also ein Weltenherz. Eine widerliche, rote, große Blutblase. Am besten wir stellen uns mal drunter und gucken, ob Gott will, dass wir die Kraft von... Ob wir die Kraft von ihm entgegennehmen. Fließe in mich, mächtiges Mana. Okay, uninteressant. Da ist noch mehr. Oh, pures Mana, ey. Das liegt nicht an jeder Ecke rum. Alter, das müssen wir alles nehmen. Das müssen wir alles nehmen, einfach weil es nicht überall rumliegt. Das ist so selten. Okay. Gut, dann wollen wir jetzt noch den letzten, also ich sammle jetzt nicht 50 Setzerbrot, ich meine, ich hätte kein Problem damit. Man kann das bestimmt auch irgendwo kaufen, aber wir sprechen auf jeden Fall erstmal hier mit der Dingsbums. Ich meine, die, da hatten wir ja auch, die questiert ja selber Nahrungsmittelprobleme. Oh nein, das ist ein richtiger Beißer. Scheiße. Das ist ein richtiger Beißer. Den kann ich wieder nicht töten. Oh nein, bitte verpiss dich. Ich habe leider keine Lust, jetzt gerade zu sterben. Okay, manchmal muss man sich das Leben... Also das sind so Sachen, die muss man bei Gothic einfach hin und wieder ausnutzen. Also jetzt bei Elix natürlich. Und das gibt nur 10 Erfahrungspunkte. Also das mit dem Schwert, das verwirrt mich. Das hat doch... Das mit dem Schwert haben wir gar keinen Charme gemacht. So, einmal rohes Fleisch. Das hat schon wieder viel mehr Schaden gekostet, als es eigentlich hätte dürfen sollen. Oh nein. Ein Raptor, die... Oh Mann. Ja, nee, wollt ihr mich verarschen? Freunde, es tut mir leid. Wir müssen schon wieder speichern. Wieso rennen da 2 Raptoren rum? Die kommen ja wohl hier nicht her. Ich will nicht, dass die Leute hier sterben. Wir müssen die kurz beobachten. Raptor... Oh Mann, ey, wo willst du denn hin? Jondi, alter what? Das sind sogar 3!
Bitte geht nicht zum Setzerlager, ey. Ich will nicht, dass die sterben. Wo wollen die denn hin? Bitte geht durch das Wasser wieder zurück auf die andere Inselseite oder was das auch immer ist. Ich traue mich gar nicht zu gucken, ey. Okay, die verpissen. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Die gehen weg. Und da drüben ist aber... Oh, bitte tötet nicht den Scavenger. Das ist meine Erfahrungspunkte. Oh, das ist sogar ein Rudel. Zwei Raptoren und ein Rudelführer. Ach du Scheiße, ey. Ich hätte gern den Scavenger getötet. Aber ich glaube, das wird nichts. Es war gerade schon wieder rot, so als wenn ich im Kampf wäre, aber jetzt ist wieder alles gut. Ich komme hier ganz schön ins Schwitzen, ey. Nein! Das ist gar kein Horrorspiel, aber ich komme trotzdem ins Schwitzen. Ja, du kommt der Nächste, der... was? Was hab ich euch denn bitte jetzt getan? Kampf ist vorbei, die laufen da, okay. Alter, Leute, ich glaube, wir kommen doch nicht zurück nach Goliath. Ich weiß nicht mal, wo es, also irgendwo da geradeaus ist es, aber ich glaube, da kommen wir nie mehr lebend hin zurück. Da läuft einer rum. Hier sind überall Raptoren. Und nicht die kleinen, die wir eben mal töten können, sondern die großen, starken. Verbot? Was? Hä? Hallo? Verboten? Das heißt, das muss ja wem gehören. Wo ist denn hier wer? Hallo, Freunde. Auch verboten? Ist auch verboten. Hä? Hallo? Was willst du hier? Hallo? Verschwinde aus unserem Haus. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Dir zieh ich das Fell über die Ohren! Was? Was bist denn du für ein Arsch? Ich habe keine Ausdauer. Oh, in das Haus dürfen wir auch nicht reingehen. Ey, zum Glück hatte ich da eben irgendwo gespeichert. Ah. So, ich habe gespeichert, nachdem wir den... Wieso habe ich nur noch 9 Pfeile? Scheißegal. Ich habe gespeichert, nachdem wir den Scavenger getötet haben. Das heißt, hier ist auf jeden Fall für uns nichts mehr. Da ist das Raptorenrudel. Und wir können hier getrost weg. Das Haus interessiert uns... Oh, nein, 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 nein. Metallschrott. Energiespeicher, komm bitte nicht hierher, wenn es geht. Ich will doch einfach nur zu dem gelben Punkt auf meiner Karte, ey. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will einfach nur zu dem gelben Punkt auf meiner Karte und Level schaffen.
alles Ruinen. Also sich Dinge angucken, das müssen wir später machen. Es tut mir leid, Freunde. Wir müssen hier einfach nur... Wir müssen hier um unser Leben rennen. Noch eine Pflanze. Scheißegal, scheiß auf die Pflanze. So eine komische Verbandstasche. Mana-Trank. Wahrscheinlich laufen wir gleich in die Arme von irgendeinem Troll und dann sind wir nochmal tot zum, ich weiß gar nicht, zum 8. Mal in der Aufnahme, vielleicht auch zum 9. oder 10. Ist ja scheißegal, gehört nun mal dazu. Es gehört nun mal dazu zu einem Fronja-Beiz-Spiel, dass man am Anfang oft verreckt. Dafür ist man am Ende unsterblich. But, nee, ist ein richtiger Beißer. Obwohl, den letzten haben wir auch mit Pfeil und Bogen getötet. Also so allgemein glaube ich aber, dass wir jetzt langsam in Gebiete kommen, die ein bisschen einfacher sind. Junger Hornwolf. Okay, den killen wir. 25 Erfahrungspunkte. Hallo. Was zum Teufel? Tja! Nicht so gut. Oh! Oh, nochmal Häuser. Da sind doch auch wieder Einsiedler drin, die uns töten wollen. Sind wir jetzt bei dem Haus, wo der Typ ist? Bitte? Oh, ja, fast. Ich will mir die Häuser... Was? Was? Was halt... Bandit? Ja, Alter, was... Was habe ich denen jetzt getan? Hier, ich brauche die Heilpflanze. Bye. Hescher. Okay, hier dürfen wir absolut auch gar nicht lang gehen. Okay, die haben aber aufgegeben. Die gehen zurück. Was ist mit dem da? Bandit wütend. Ich muss irgendwo nach... Ich muss so ungefähr Richtung dieser Holzhütte. Der steht da so, es tut mir leid, so eine Chance, der steht da so blöd alleine rum. So eine Chance muss man in der Regel ergreifen. Wer dich hören will? Au. Au. Oh, scheiß drauf. Soll er am Leben bleiben. Tja, wie komm... Was ist denn da? Ist der Typ unten oder oben? Der ist oben. So, wie komme ich da jetzt am schlauesten hin, ohne dass ich von den Häschern gehascht werde? Da läuft ein Kritter rum. Okay. Das war schon mal der erste Schritt. Hallo Freunde, ich bin es. Na, oh ja. Da ist auch schon wieder Giftpampe.
Da ist schon der nächste Raptor. Oh, Alter. Seht ihr, die Gänseblümchen hier, das sieht genauso aus wie die Bärte von den ganzen Weißbärtigen. Oh, darunter, da ist es ziemlich dunkel, da ist wahrscheinlich noch stärkere Viecher. So, irgendwie an dem Raptor vorbeischleichen zu unserem Ziel, Mann, dass wir ein Level schaffen, dann will ich eigentlich nach Goliath zurück. Wir müssen echt in Goliath, wir müssen irgendwie durch einfach nur durch das Quatschen Level schaffen, weil ich will in das Haus gar nicht rein. Ich will zum jetzigen Zeitpunkt in das Haus wirklich gar nicht rein. Wir werden noch alles erkunden, ja. Lieber später als zu früh. Ist das eine Leiche? Jetzt, wo hier der Raptor ist, vermute ich, das ist eine Leiche. Ist das eine Ratte oder hä? Scheiße, wo ist denn der Raptor jetzt? Der pennt. Nichts zu tun? Hm. Was? Hat jemand nach mir gefragt? Warum gammelst du hier draußen herum? Naja, ich sag mal so, solange keiner nach mir ruft. Wenig ehrenhaft für einen Berserker. Hat dich Meister Thorald geschickt, oder was? Ehre, Gesetz, das ist was für Idealisten. Ich bin da eher ein Pragmatiker. Ist irgendwas Wichtiges? Denn wenn nicht, dann geh einfach wieder, okay? Du scheinst wohl ein ganz spezieller Freund von Meister Thorald zu sein. Nicht wirklich. Als er noch bei uns in unserer Stadt Goliath der große Boss war, hat er mich öfter zusammengefaltet. Wie auch immer, er ist jetzt auf Pilgerreise und ich habe hier draußen meine Ruhe. Was weißt du über die Pilgerreise von Thorald? Nicht viel. Es heißt, dass er sich mit der Umkehrung von Elex in Mana beschäftigt. Es sei wohl eine große Sache, die den Krieg und ganz Magalan verändern soll. Aber wirklich darüber sprechen mag keiner, weil es auch wirklich keiner so richtig versteht, was er tut. Wo genau ist der Pilger Thorald gerade? Das weiß keiner so genau. Es soll wohl auch geheim bleiben, vor allem vor den Alps. Ich meine, er experimentiert mit Mana und Elex herum. Wer weiß, was er dabei herausfindet. Vielleicht schafft er es ja dadurch, den Alps wenigstens ihre magischen Kräfte zu rauben. Dann wären sie zwar immer noch sehr stark, aber eben nicht mehr so ganz. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Ich wusste irgendwie immer schon, dass es so weit kommen würde. Askors Ehrgeiz war noch größer als sein Leichtsinn. Er hätte auf mich hören sollen und hier draußen bleiben, anstatt zu versuchen, die große Karriere zu machen. Dann würde er sicher heute noch leben. Warum interessiert dich das eigentlich? So, wo fangen wir denn bei ihm an? Was hast du von der Sache mitbekommen? Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Du kanntest Askor gut, kannst du gut mit dem Schwert umgehen, hast du die Leiche gesehen? Hast du die Leiche gesehen? Ich war früher schon öfter dort, wo sie Askor gefunden haben, aber seitdem... Also ich gehe da bestimmt nicht wieder hin. Höchstens noch in die Stadt. Ich war letzte Tage noch da, aber... Und wo gehst du hin, wenn du nicht hier bist? Ich gehe nirgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Es ist so gefährlich hier draußen. Da ist es schwer zu entspannen. Und wo entspannt es sich so am besten? Nun, da gibt es einen Aufzug ins verbotene Tal. Da gibt es eine Stelle mit einem tollen Blick ins Tal. Da gehe ich manchmal hin und freue mich, dass es mir hier oben besser geht als den armen Teufeln da unten. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Für die Biester in der Gegend hier reicht's. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Mag sein, aber es will immer gut überlegt sein, wofür man seine Kräfte aufspart.
Was hast du von der Sache mitbekommen? Nicht viel. Ich war hier draußen, als es passierte. Askor wurde ja in Goliath getötet und dann irgendwie in den Wald verschleppt. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Der Mord geschah in der Nähe der Kriegerhütte, direkt in der Stadt. Es gab sogar eine Blutspur, die aus der Stadt in den Wald führte, wie sich später herausstellte. Dafür, dass du so viele Fragen stellst, bist du nicht sonderlich gut informiert. Du kanntest Askor gut? Das will ich meinen. Er war mein Freund. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir beide schon alles zusammen durchgemacht haben. Und was heißt das jetzt? Dass du ein fauler Sack bist. Aber Askors Tod scheint dich sehr zu treffen. Natürlich. Er war mein bester Freund, du Schwätzer. Ja, und darum glaube ich nicht, dass du ihn getötet hast. Du willst mich wohl verarschen? Natürlich nicht. Wer sowas behauptet, der kann mich mal. Dein Freund Askor. Was war er für ein Mann? Unsere Eltern waren Freunde. Wir wuchsen quasi wie Brüder auf. Askor war kein einfacher Kerl. Er war ein Mann des Gesetzes und ihm war die Anerkennung der anderen Krieger enorm wichtig. Mit seinen Erfolgen hat er sicherlich so manchen verärgert und eifersüchtig gemacht, aber egal, vergiss einfach, was ich sagte. Vergessen? Eifersucht klingt für mich nach einem möglichen Motiv für den Mord. Eifersucht? Sehe ich so aus, als würde mich die Anerkennung der anderen Krieger interessieren? Hinter uns findet gerade ein Kampf statt. Leck mich doch. Okay, sind nur Schwächlinge. Was machst denn du? Kluge Entscheidung. Alter, wart. Alter. Ey, hätte der uns jetzt umgekloppt, Ich weiß es auch nicht. Wir konnten uns auf jeden Fall von beiden Viechern die Erfahrungspunkte sichern. Wir hätten ebenso gut beide verlieren können. Oder beziehungsweise einen. Und ich glaube, der Typ, der mag uns jetzt nicht mehr. Aber ist eigentlich auch scheißegal. Der pennt hier den ganzen Tag. Ich brauche jetzt mein Schläfchen, okay? Okay, ich wünsche dir viel Glück hier draußen, so zu überleben am Wegesrand, wo die Raptoren rumrennen. Ich möchte jetzt gern zurück nach Goliath, Freunde. Es tut mir echt leid, aber ich möchte wirklich gerne zurück nach Goliath. Ach so. Wir könnten uns quasi auch einfach teleportieren. Das wäre vielleicht das Einfachste von allem. Was ist denn das? Was ist das? Ach so, Duras, ja. So, da haben wir den Teleporter, das ist klar. Weil die anderen beiden, die sind dann hier oben. Da will ich jetzt als nächstes wahrscheinlich... Ich meine, gut, von da kommen wir. Das könnte ein einfaches Gebiet sein. Da könnten wir uns einfach hier immer am Wegesrand entlang hangeln. Also vielleicht könnte man das doch machen. Wir teleportieren uns jetzt einfach mal quasi so hier nach Hotelruine. Ja. Alles mit unserem Adjutor. Also die Quest jetzt so, nachdem wir die jetzt zur Hälfte fertig haben, finde ich die jetzt doch ganz interessant in der Tat. Ich will jetzt auch wissen, wer es ist und es freut mich, dass wir bei jedem Gespräch Erfahrungspunkte kriegen. Und das ist auf jeden Fall schon sehr spannend und wir haben uns zumindest einen kleinen Weg gebahnt. Wir haben es sogar geschafft, 2-3 Gegner zu töten. Wir haben ein Level geschafft. Das ist wunderbar natürlich. Vielleicht muss ich mal gucken, ob wir jetzt nochmal Bonus-Erfahrungspunkte kriegen. Ein Wort zum Mord an Askor. Barin kann es nicht gewesen sein. Askor war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Barin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Barin jemanden einfach so umbringt. Für sowas ist er viel zu faul. Noch keine Erfahrungspunkte. Geron ist ein Jäger.
Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Na gut, vielleicht können wir den jetzt schon mitnehmen. Vielleicht sollten wir das auch machen. Vielleicht sollten wir ihn bei unserer nächsten Reise einfach mal mit in unsere Gruppe reinschmeißen. Wartet, musste ich mir für die andere Quest einen aussuchen? Welches waren da? Lauernde Raptor, lauernder Ruder. Ach du Scheiße. Sinder möchte, dass ich entweder mit Cormac oder mit Ragnar einen neuen Deal aushandle. Ja, ist das jetzt entscheidend, welche Entscheidung ich da fälle? Ich überlege gerade auch noch was ganz anderes. Also, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass 5 Punkte auf Geschick kommen. Das auf jeden Fall. Und dass wir dann das Breitschwert dahin legen. Und das sieht doch schon ganz anders aus. Die Waffe steckst du besser weg. Na siehst du, das sieht doch schon ganz anders aus, das Breitschwert. Das ist schöner als so eine rostige Axt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn Waffenheuer. Und da stand bei. Lass den Unfug. Ein Breitschwert der Berserker kann verbessert werden. Ah, scheißegal. Konstitution, die anderen 5. Konstitution gibt deine körperliche. Sie erhöht dauerhaft deine Lebensenergie. Ja, doch, das ist schon gut. Das ist schon gut. 3 Lernpunkte natürlich wieder. Was ist hier? Ach, Bolzen. Okay. Wir haben auf jeden Fall ein kleines Stück Reise geschafft. Und hier haben wir einen Rüstungsschmied. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Also gucken wir mal, was der gute Rüstungsschmied hat. Hornschwert 2. Ja, da brauchen wir massenhaft Stärke und Geschick wieder für. Hornschwert, da fehlt gar nicht viel. Da bräuchten wir noch mehr Geschick und noch ein bisschen Stärke. Das Beil, das haben wir selber. Die Zwinge. Ja, plus 1, aber eine Zwinge. Also da habe ich so gar kein Interesse dran. Und den Rest alles
Kriegsbogen 2, da 71 Geschick, aber 100 Alter. Hier fehlt uns Konstitution fürs Schild, Jägerhelm. So, wir haben, glaube ich, die Jägerhose, ne? Es gibt Werkersachen und Jägersachen. Die Frage ist, finden wir davon noch irgendwas? Also die Hosen haben wir beide. Wir könnten die Jägerrüstung, können 800, die können wir nicht kaufen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Anziehen könnten wir sie. Rüstung plus 12 ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Holzpfeil kostet 2, können... Oh. Ach, Freundchen, wir lassen sie erstmal.